Jetzt geht's auf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark. Ja, ihr habt ja gerade entdeckt, am frühen Morgen, dass da hinten ein goldener Drop rüberkommt. Den holen wir uns natürlich. Unsere Insel. So. In der Nacht haben wir auch verloren vor zwei Raptoren. Die Gang hat geregelt, sage ich mal. Also die haben den Chef, die haben die zwei gescheit vermöbelt. Das Einzige, was mir nicht passt, ist, dass die dann so weit weg stehen bleiben. Mal wieder alle einzeln herholen. Ein bisschen blöd. Aber sonst haben wir sie gut verteidigt. Ja. Den goldenen Drop lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Schauen wir mal, was es uns bietet. Oh, eine bessere Rüstung. Was haben wir da? Ein Metallschild. Was bist du? Organisches Polymer. Okay. Und? Ammonitengalle. 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 Okay. Und schon haben wir wieder weg. Sehen wir irgendwo nur aus. Jetzt ist eine Dämmerung, da sieht man es besser. Da war noch ein blauer, den kann man uns auch noch holen. Da ganz hinten war noch ein Gulder, ne? Ah, da ist so ein Vogel, oder? Das war so einer. Der, was schneller ist wie meiner und mehr tragen kann. Ist das der? Gut, dann werden wir nicht erwischen, oder? Der ist ziemlich weit weg. Obwohl, den kann man erwischen. Dann kann man es probieren. Aber dann haben wir die Folge bloß wieder in der Luft. Das Problem ist, so weit ist das gar nicht. Wenn wir irgendwo zwischenlanden. In der Ausdauer. Wenn wir zwischenlanden, dann kann man es im nächsten Rutsch mit der Ausdauer schaffen. Was mich wundert, ist, dass ich da noch nirgends so einen T-Rex gesehen habe. Ich meine, ich bin jetzt nicht fest drum, Gottes Willen. Aber interessieren tut es mich schon, wo die wohnen. Ja, ich weiß nicht, wie weit noch weg bin derweil. Oh, der leicht schon rot, oder? Sehe ich das richtig? Wenn wir das noch schaffen. Peter, hau ein. Das wird knapp. Lande. Nehmen einfach mal das Müll. Wahrscheinlich können wir später. Uiuiuiui. Und auf den Peter fertig los. Zack. Haben wir auch noch gekriegt. So, schauen wir mal schnell. Nur mal einen Tauchanzug, so einen haben wir schon. Asteroidensattel. 150er Pike, Alter. Besser eine Sichel. Und Hammelfleisch. Okay. Oh, dann dürfen wir uns schicken. Dann mal rankommen. Jetzt verdammelt uns das. Verdammt, da war noch ein blauer. Na, aber jetzt möchten wir mal das Hammelfleisch retten. Zwischenlanden wahrscheinlich. Ja. Und dann schaffen wir es wieder nicht, oder? Wenn jetzt ohne Turbo fliegt, dann kann man es schaffen. So, wir werden dann da mal anfangen, den Dschungel da abzumdrungen. Beziehungsweise Steine zu besorgen, weil mich da jetzt eine Mauer rumbauen. Dass wir da Ruhe haben. Gib mir da gleich, haben wir es geschafft.
Ja, wenn ich mit einem Saurier irgendwo reite, ist mir gesagt worden, muss ich ganz schnell kurz vor meinem Aufschlag am Boden vom Absteigen. Weil der Saurier alleine erleidet keinen Fallschaden, nur wenn ich drauf sitze. Ist ja klar, weil ich so schwer bin. Zack, gut gemacht, Peter. Reich ist alles fit. Gut. So, jetzt rammen wir unser Beute ein. So, eine 160er Sichel, ein Schild, Tauchanzug kommt auf hier, der Sattel kommt da hin. Und du hast das Polymerzeug hier, das tue ich dabei mal da rein. Die Galle und das Zeug, das Fleisch tun wir ganz schnell in den Räucherofen. Das länger hält. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit tue, aber bestimmt irgendwas geiles kochen. Das kommt da rein. Ziehen wir an, der Sattel kommt hinten rein. Unsere hat 100, die hat 186. 500. Ja, das macht sich schon bemerkbar, fast 100 Meter. Nein, falsch, der Sattel. Sattel. Natürlich habe ich die Rüstung jetzt noch dabei. Da kommt hier einer. Da kommst du einer. Gut, hervorragend. So, was haben wir noch ein paar Material noch da? Wir haben noch da 14 Fundamente und 10. Was ist das? Steinviertelwand. 20 Mauern haben wir noch. Okay. Ich hätte gern am Mauer rum. 7. Schauen wir mal, wie wir rauskommen. Geht das noch? Das ist einmal eine kleine Mauer. Irgendwo müssen wir dann noch. Achso, da haben wir schon wieder zu. Scheiße. Na, da kann man das Tor einbauen. Vielleicht. Das bauen wir mal bis da her. Ich habe bloß nur einen Block. So, die 8. Ich möchte dann da sowas machen wie oben so einen Wehrgang, wo ich dann runterballern kann. Weil sich irgendwann kommt und sich da aufmandelt. So ein Raptor zum Beispiel. Jetzt da. Ah, da kann man nur wenn da nicht, um das zu verstärken. Verstehe, verstehe. Aber. Da noch Wand her. Ich weiß schon, Peter, für die müssen wir dann einen Landeplatz bauen. Her, was haben wir da für eine Höhe? Jetzt ist niedrig, dass der Wald da umgeht, gell? Wie mache ich das am geschickten, dass es nichts wird? Was haben wir denn da noch? Steindach, Rampe, Säulen aus, oder das weg, das da mal zurück. Bodenplatten mehr. Jetzt kann ich das nicht ausprobieren, ob das funktioniert, aber die kann man bauen. Wände können dabei einmal aus, die Pillar kalt man uns. So, fürs Bodenplatten. Stein. Gürtel. Steindecke. Genau. Holz, Stroh und Stein. So, jetzt nicht das Problem sein. Holz ist gar kein Problem nicht. Stein ist ein bisschen, ja, aber man war noch genug. So. Da haben wir aber auch noch genug. Es wird schon, es wird schon.
So, die da haben wir gesagt. Lass da mal alle herstellen, bloß 3 Stück. Oder ein Hauptplatz. Im Stein. Das andere Mal ist komplett aufgebraucht. Okay, na, weil ich da Steine eingegeben hab. Ja, am Stein Hauptplatz. Am Stein. Ich möchte es ja bloß mehr ausprobieren. Beziehungsweise das Tor brauche ich auch noch. Tor. Holztor. Holzfasernstein. Mal schauen, wie das ausschaut. Das kenne ich ja gar nicht. Wo gibt es das in Stein auch? Tor. Steintor. Holztor. Aber in einer Steintor. Da haben wir noch 280 Stein. Wo habe ich denn noch? Ja, locker. 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 So, das hier holt's noch. So, ich bin überladen. War klar. Stellen wir so ein Tor her. Muss das einfach von einem Mensch stehen oder kann ich das einfach so positionieren? Na, wenn ich das natürlich jetzt da so positionieren kann, wie ich mir das vorstelle. So wie es ausschaut, muss das einfach von einem Mensch stehen. Ah, scheiße. Jetzt bin ich aber da. 8. Den da hinbauen. Kann ich da das Tor draufbauen? Ja, das geht da drauf. Okay, brauche ich ein paar Treppen. Ich kann mir auf jeden Fall Treppen bauen. Was ist da innen und was ist außen? Was ist da innen und was ist außen? Das wird jetzt wurscht sein, oder? Genau, und da setzen wir Pillars drunter. Was das hält? Auf jeden Fall. So, jetzt muss man irgendwie den Schluss finden, da, dass ich das da zusammenkriege. Wie mache ich das am geschickt dann? So, außer, da Vierer. Dann da Oma. Das wird materialintensiv. Raus bin ich da. Theoretisch muss ich ja da auf die Ebene rauskommen wieder. Theoretisch. Ja, 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 ja. Völlig, muss ja sein. Habe ich von da aus angefangen, also von der Ebene da. Dann muss ich ja da wieder rauskommen. Ja, so machen wir es. Wir brauchen viel mehr Deckenplatten und Fundamente. Das ist der auch gut ausschaut, gell? Aber dann zeigt man, wo die Tür ist. Obwohl, da drin habe ich auch einen. Aha. Okay. Das machen wir also. Da bauen wir mal alles, was wir noch haben, dann Stein für die Deckenplatten. Dann schauen wir, wie weit wir kommen damit. Nein, 2. Wow. Wow. Ich hoffe, dass ich das verbauen kann. Uiuiui. Vor allem meine Lebenspunkte. Schauen wir da mal mit. Gewehr, Munition. Scharfschützengewehr. Polymer 115. Sturmgewehr, Polymer 60. Wie viel Polymer habe ich denn gefunden? Ist so zufällig. Das ist ja schon. Organisches Polymer. Polymer. Poly. Steht da nicht, das ist ja blöd. Dann machen wir da wahrscheinlich erst freischalten, oder? Poly. Polymer. Zement und Obsidian. Also das lernen wir auf jeden Fall einmal. Das braucht man für die großen, für die guten Waffen. Polymer 60.
Obsidian. Das heißt, wir müssen in die Höhle. Ich sehe gar nicht, was das kostet. Das ist geheim. Da brauchen wir auf jeden Fall Polymer. Da kann man Klauswand bauen. Gut. Da bauen wir die zwei Platten noch. 8. Das Gute ist, dass da anscheinend ja keine Statik gibt. Aber ich mach das trotzdem so, dass es passt. Ich mag das nicht, wenn es nicht passt. Da fahren da mal dann Wände her, dass das zu ist. Dann gehen wir bis da her. Bis da her und dann da auf. Genau, so machen wir das. Das wird jetzt eine Materialformerei. Die Öfen sind fertig. Die Frage, ob sie fertig sind, weil sie fertig sind, oder ob sie fertig sind, weil nichts mehr drin ist. Das sehen wir dann. So, jetzt räumen wir auf, dass wir so wenig Gewicht wie möglich dabei haben. Und dann schmeißen wir uns auf unser Anker und räumen mal ein paar Steine auf. So. Weil ich so gewohnt bin von Conan, da ist Tabs-Menü. Oder so, nicht Tabs-Menü. Die 4, die laden wir mal durch. Sicher ist sicher. Oh, Munition kann man uns herstellen. Ich bin mal der Eisenblies. Und Eispulver. Nein, nicht Kohle. Eispulver. Munition, Munition, Munition. Was ist da immer? So. Waffen. Munition. Ist es. Ja, genau. Alle herstellen. Haben wir ein bisschen was dabei? Haben wir Pistolen? Haben wir schon so gute Pistolen? Haben wir nichts dabei? Wo ist eigentlich mein Gewehr? Da ist mein Gewehr. Das lassen wir aber da jetzt, da ich gerade die Munition durchlaufen. Das Gewehr lassen wir da. Dann machen wir uns aber nur so eine Narkosepfeile da. So machen wir es. Die scharfe Munition lasse ich auch da. Die Fackel kommt da her. Das Gammelfleisch gerade raus. Was habe ich jetzt gesagt? Mit dem Herstellen Narkosemittel, gell? Also Narkosedarts. Frisch. Bist du einer? Narkosemittel haben wir zum Saufen, oder? So, Waffen, Munition. Also Narkosepfeil, Betäubungspfeil. Einfache Gewehrmunition, Narkosemittel. Ein wirkungsvoller Pfeil, gefüllt mit Betäubungsgift, wird mit dem Jagdgewehr verschossen, kann nicht mit Aufsätzen benutzt werden. Also wahrscheinlich mal mein Zielfernrohr oder noch da oder was weiß das. Also man braucht mal das da, Narkosemittel und Metallbarren. Dann kann man Narkobetäubungspfeile herstellen. Okay. Gut. Du kannst da raus. Da neu. Mit Zündpulver, dass die weiterlaufen. Ich weiß schon, es ist alles Fake-Gruschlerei, aber es hilft ja nichts. Es gehört ja Macht. Es gehört ja Macht. Es gehört ja dazu. Mal Fallproduktion darf nicht stehen bleiben. Und dann ist die Frage, mit was gehe ich dann um in die Höhle? Gehe da allein rein, aber dann brauche ich viel Munition. Und am besten Heilmittel. Okay, Anke. Zack. Anke, komm. Attacke Ü. Zack, weg mit dem Klum. So viel Sturne holst du gar nicht. Dann kann das nicht. Ich kann noch keinen Stein.
gerne in die Kommentare, welcher Saurier besser geeignet ist, um Steine zu sammeln. Schon irgendwo ein Tropfen hier. Ich sehe nichts. Also, der packt immer gut, also das muss ich schon sagen. Ein guter Spot für Rock, alles, was er weißer ist. Dann möchte ich nicht abstellen. Anke, du packst da. Strohbauteile. Das können wir gerne mitnehmen. Stroh kannst du kalt. Brauche ich jetzt nicht. Da will ich Strohdächer kalt brauchen. Strohdach. Mehr mit. So ein Rest. Kannst du kalt. Danke, wie schaut's denn aus? Kann man nicht wieder leveln? Yep. Gewicht. Gut. Marsch, marsch, Onkel. Marsch, marsch. Wieder aufgestiegen. Sehr gut, sehr gut. Ja, also ich werde da noch ein bisschen sammeln. Und da ein bisschen bauen. Und schauen wir, ob der in der nächsten Folge vielleicht das da schon fertig ist. Ist da nicht so dabei sein müsst. Also, ihr wollt natürlich dabei sein, dann schreibt es gerne unter die Folge. Wenn ihr beim Baum mit dabei sein wollt, dann bauen wir in der Folge wieder. So, dann hören wir uns noch. Danke, ist schon ganz schön fit. Ausdauertechnisch. Die ganze Zeit für auch sprinten und die rennt und rennt und rennt. Sehr schön, sehr schön. Ich brauche Verletzung. Ich glaube, ich fliege mit dem Peter zur Höhle. Dann hol ich Obsidian. Dann wollen wir vorher vielleicht noch einen Peter steigern, dass er mehr Gewicht dran kann. Wenn ich schon mal da oben bin in der blöden Höhle da. Aber da einiges außer dran können. Ja, ja, ja. So machen wir das. Ist gut. Sehr gut. Okay, danke. Ja. Also ich sage wieder danke fürs dabei sein. Danke fürs Zuschauen. Und danke für engere Kommentare natürlich und für engere Likes. Dass wir da. Na, sieht man nicht gescheit. Naja, so geht's ja. Dass wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann sage ich Servus.